So, ich möchte jetzt gerne diese Seraora-Box aufmachen und wie ihr sehen könnt, bin ich gar nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin ein bisschen bei Cardcatcher eingebrochen und bevor die merken, dass ich hier bin, muss ich mal schnell das Video machen. Heyo, was geht ab, meine Zuschauer? Und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Heute brauchen wir die Perspektive nicht zu switchen, das haben wir bereits getan. Ich bin hier bei Cardcatcher am Tag der Ladeneröffnung und ich darf ein Video hier im Laden drehen. Richtig cool, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und ich habe mir dafür hier eine Seraora-Box ausgesucht, die wollen wir jetzt völlig ungeniert mal aufmachen. Und ich muss sagen, ich finde das richtig cool, wie viel Platz hier einfach ist. Tausendmal mehr als bei mir im Studio. Studio-Upgrade im Jahr 2023. Habt ihr Bock? Aber nein, ich mache keine Bauserie daraus. Eher weniger. Ja, danke. So, die Box kommt als erstes. Oh, Alter, ist diese Kamera genial. Mit einer Seraora V-Karte. Die ist schon ziemlich nice. Dann tatsächlich, ich finde die VMAX-Karten, die sind jetzt nicht ganz so gut gealtert. Ich mag die V-Star-Karten weitaus lieber. Ich bin gespannt, was sie uns in Karmesin und Purpur so vorsetzen werden als nächste Rarity. Aber ja, okay. Dann haben wir noch hier die V-Star-Karte. Ja, sehr schön. Und den Preis werdet ihr eingeblendet sehen. Den kann ich ja mit diesem tollen Studio leider nicht automatisch einblenden. Wir haben das Ganze nochmal als, als XXL-Karte. Richtig nice. Und ja, wir haben die Booster. Zweimal verlorener Ursprung, einmal strahlende Fusionsangriff. Ihr kennt mich alt nach 9. Mein Bro Elfun ist natürlich auch wieder mit am Start. Ihr kennt es ja, kein Opening ohne Elfun. Und ich will mal ein Booster aufmachen. Machst du auch wieder eins auf? Kann ich gerne auch eins aufmachen, wenn du Lust hast. Okay, ja klar. Wieso nicht? Mach aber erstmal. Come on. Come on. So, okay. Schön gespoilt. Sehr schön. Wir machen einen Kartentrick. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein, nein. So, wir haben eine Unlichtenergie. Staloboard, Zwolok, Schwammhandschuhe, Iguana, Volley, Panzer Eron, Stravikel, Rosana, Zoroark in Reverse und Kapilz V, nicht schlecht. Sehr schön, ist ein guter Hit. Sehr, sehr cool. Ach ja, ich fand dieses Studio schon immer ziemlich cool. Auch in den ganzen Videos von Cardcatcher, die ich schon so gesehen habe, weil ich gucke die Videos sehr aktiv, muss ich sagen. Und ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen. Link ist natürlich in der Infobox. Und vielen Dank nochmal, dass ich hier überhaupt was aufnehmen darf. Zweites Booster. Strahlende Sterne mit Elfun. Hunt for the Girl. Wenn ich jetzt hier die Mary ziehe, haltet euch die Ohren zu. Wir haben eine Unlichtenergie wieder. Pelzebub. Die Freunde aus Galar. Voluminas. Electek. Palimpalim. Kaumalat. Chillast. Knackleon, Lolas Vorahnung und, Mod Apple, schade. Das war kein Hit, aber das ist auch gar kein Problem. Wir haben verlorener Ursprung. So, ein Hit, ach nee, ein Hit hatten wir ja schon. Brauche ich dann meinen Standardsatz gar nicht sagen. Ja, ich bin ein Profi, sehr erfahren, merkt man gerade. Nein, das war überhaupt kein Sarkasmus. La, la, la. 1, 2, 3, 4... Sehr schön. Alter, diese Bildqualität. Ich verliebe mich in dieses Equipment. Ich glaube, ich bleibe hier. Kampfenergie. Hariyama, Blanas, Juchop, Chupé, Masholo und Pikachu, Paragoni, Noni, wir haben Banette und Bisofang. Schade. Okay, dann Sebastian. Erweist mir die Ehre und mach mal mein letztes Booster. Ja, natürlich. So. Ja, hallo. Willkommen. Grüß euch. So, schauen wir mal. Verloren Ursprung. Geiles Set. Ne? Ja, geiles Set. Definitiv. Schauen wir einfach rein. Ich ziehe dir erst das Giratina. Ja. Dann hätte ich es ja schon zweimal. Ja, dann hast du es zweimal. Kannst du ja einmal graden. Ey, könnte ich es vorne direkt weitertauschen. Irgendjemand findet sich, der das haben will. Tatsächlich. So. Und dann gehen wir auf jeden Fall rein. Stahlenergie fängt schon mal ganz gut an. Wir haben... Ich bin selbst aufgeregt gerade. Wuffels. Jurob. Schuppet. Oh! Okay, sehr nice! Stark. Glückwunsch! Sehr schön! Kupidos als V und okay, nochmal eine Holo-Variante.
Dankeschön. Kein Problem. Sehr nice. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal kostenlos für mehr coolen Pokémon-Content. Das könnt ihr hier oder hier irgendwo erledigen. Da findet ihr auch ein speziell auf euch zugeschnittenes Video. Kommt gerne zu Cardcatcher, bestellt da. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich fasse natürlich nicht diese Kamera an. Alles klar.